Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mit dem 60er, 50 Silberstreamer. Heute ein Replay mit vom Pommespanzer. Mit seinem Excelsior. Ich sehe hier gerade, das ist ein Stufe 5 Match auf Morovanka. Zwei Drittel in jedem Team sind Excelsior. Den muss ich ja vor kurzem im Shop gegeben haben oder sowas. Wie konnte das nur möglich sein? So, ich glaube, den Panzer habe ich noch nicht vorgestellt. Daumen hoch, wer ist es mal nach? Stufe 5 Premium Heavy der Briten. Stufe 5, passen 5 Leute rein. Ich weiß jetzt nicht, wer ihn ausgebaut hat. Ich würde ihn folgendermaßen ausbauen. Ich würde auf jeden Fall einen Ansetzer reinbauen. Ich würde reinbauen einen Richtantrieb. Ganz wichtig. Und ich würde einbauen eine Lüftung. Typisches Heavy Setup. Und hinten das typisch kleine Geraffel. Tut nichts zur Sache groß. So fahre ich die Dinger immer. So, in dieser Ausstattung kommen wir auf knapp 2058 Damage pro Minute. Kommen durch ein 90er Blech durch. Ja, ist nicht viel, ist auch Stufe 5, Freunde. Auf jeden Fall letzten. Reloadzeit 3,21. Einziehzeit 1,96. Zielabweichung 0,39. Tja, das Ding trifft nicht immer. Je weiter weg, desto größer die Chance, dass er daneben geht. 38,6 km/h Top Speed. Ja. Da sind wir schon relativ schnell. 13 Gun Impression. Das ist hervorragend. Das ist super. So, Panzerung haben wir. Wanne 114. Nach Front, Seite 31. Aber gucken wir uns gleich mal im Detail alles an. Strukturpunkte haben wir 880. Seit dem letzten Update wurden ja, je niedriger die Tierstufe ist, desto mehr Strukturpunkte gab es. Und wir kommen auf eine Sichtweite 357 Meter. So, jetzt das gute Teil mal angucken. So, steht da vor euch. Typisch kannte ich noch. 157er, 114 hier die Oberwanne. Turm vom Front sieht schlecht aus. An der Seite wird schon einfacher. Hier kommt man den Ketten gut durch, wenn wir Glück haben, teilweise absorbiert. Turmseite, immer gut. Und von hinten, ja gut. Brauchen wir unterhalten, hinten ist jeder Panzer dicht. Ist aber eigentlich rundum solide gepanzert. Also ein Universalteil, was einiges verzeiht, würde ich mal behaupten. So steht da vor uns. Und der ist rundum gut gepanzert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen das Replay gucken. Das ist das gute Ding. Der Pommespanzer hat ihn richtig schön angemalt. So einen leichten Tiger-Look. So auf seine Sicht und go! Sagt Morovanka. Schauen wir mal, was er hier so fabriziert. Sehr heavy-lastig. 12 Heavies, ein Medium, ein Light, eine Arti. Wie gesagt, das Ding ist relativ mobil für ein Heavy. Ja, der Churchill kann hier schlecht folgen, er ist deutlich langsamer. Der Churchill basiert ja noch auf den Plänen vom Ersten Weltkrieg, so nach dem Motto, wo es hieß, er gehört zur Infanterie, er muss sie mit begleiten. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie ja von deutscher Seite als eigene Kategorie eingeführt. Gehörten die Infanterie nicht mehr an. Die Deutschen waren auch die Ersten, die ihre Panzer mit Funk ausgestattet hatten damals. Ah, da war ein Counterpart. Das meine ich damit. Jo, das ging daneben. Ja, Front. Kannst du knicken. Front haut nicht hin. Seite. Abpraller. Ah, es ist schwer durchzukommen. Jetzt haben wir uns einen gehackt. Kette gezogen. Oh, jetzt hat er den rausgenommen.
Aber da ist nur auch noch ein Excelsior. Falls sind wir überall fast nur Excelsior, kann man sagen. So, leitet es raus. Er bedankt sich dafür. Ist gar nicht drauf geachtet, wo er rausgegangen ist. Jetzt haben wir den Schuss mal wieder gesetzt. Schön. Da war nicht ganz genau eingezielt. Das ging sonst wohin, die Murmel. Das Excelsior ist mehr, etwas mehr für mittlere Entfernung und Nahkampf. Bei der Knifte, das bringt nicht allzu viel. Boing. Warum haben wir denn so einen eingefangen? Es bounced hier nur, es bounced hier nur. Ah. Ey, auf Kette gezogen. Ja, Pommes hin tut sich ein bisschen schwer hier. Jetzt hat er auf verbesserte Munition gewechselt. Er braucht noch Goldmunition. Früher gab es die nur für Gold. Ja, wenn es mal läuft, dann trifft die Kanone auf. Das ist ein reizer Schlagabtausch hier gerade. Ah. Genau, und da noch mal rein. Und blind einen hinterher. Wunderbar, schön gemacht. Und wieder eingefangen. Ja, wieder abgeprallt. Mit 9 zu 4, das Ding ist eigentlich in der Tasche. Ah, komm auch nicht durch. Nein. Genau, da reinschießen. Im G-Loch. Da rein. Big Spot. Schön haben wir getrackt. Und raus. Super. So, Commander hat ein Pflaster gekriegt. Glückschuss aus der Hüfte. Weg. Wunderbar. Passt. 13 zu 4. 1542 Schaden, 1008 abgehalten. 273 Spottschaden. Ne? Nummer 2 Excelsior nochmal. Wir hatten ja nicht so viel im Spiel. Mit der Panzerkampfwagen viel schneller, ist klar. Genau, schön in der Seite, aus der Entfernung geht das. Dann treffen wir auch. Genau, und nochmal rein. Genau. Ey. Geht daneben. Einzielen. 1
Ziel. Nein. Schießt mit Auto-Aim. Okay, kann man machen. Ich verzichte auf Auto-Aim, weil es geht immer auf den Mittelpunkt des Panzers und da ist teilweise zu dick gepanzert. Ja. Excelsior vernichten Excelsior. Klarer Sieg. Gehen wir doch mal zum Ergebnis. Da haben wir es. So, war Sieg, war klar. Einwandfrei. Erster Sieg mit dem Panzer für den Tag. Doppelte Punktzahl. Was haben wir? Erster Klasse, kleines Geraffel, Stahlwand, meisten Schaden abgehalten. Dann gucken wir hier mal. Wir haben den meisten Schaden gemacht. 2087 Schaden, haben wir blind getroffen. 3 Kills. Ja, detaillierten Report, gucken wir mal an. Ohne Premium. Könnt ihr noch mitnehmen. 2129. Ja. Goldmunition kostet ein bisschen was, das ist klar. Ja, manches Gefecht. Hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Vergesst nicht mal, Kanal zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Timo67. Ciao.